bin Finch 31 und der Grund, warum Max Kruses Frau so glücklich ist. Hallo, ich bin Benny 31 und der Spielerberater von Max Kruse. Ich bin Robin 27 und trainiere für einen Harry Potter Marathon. Ah, das ist laut! Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Promi? Eurem Lieblings-Promi-Format hier auf YouTube. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen. Zu meiner Linken, der liebe Robin! Und zu meiner Rechten, Vince! Und wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier stehen, dann schreibt jetzt mal euren Lieblingspromi in die Kommentare, warum gerade dieser und warum wollt gerade ihr hier hinter dem Podest stehen. Schreibt rein, Daumen nach oben, Glocke, kommentieren und einfach cool sein. Finch, du hast mir eben erzählt, du hast Simon Gosejohann im Zug getroffen. Ja, der ist mit uns in den Zug gerade gefahren. Der ist im Savoy, ich bin nicht im Savoy. Warum bist du nicht im Savoy? Weil ihr mir Moto One. Robin, du bist Wildcarder aus Düsseldorf. Dafür nochmal einen extra Applaus, denn es geht voll. Das heißt, du hast heute so einen kleinen Sympathievorteil. Das ist gut, danke. Gegenüber, weil Düsseldorfer halten immer zusammen. Ja. Es ist so, Fortuna 95, das verbindet und hier ist. Okay, seid ihr bereit? Ihr macht euch immer noch über Behinderte lustig. Hat sich nichts verändert. Das ist sehr schön. Also. Okay, los geht's. Ja, Axel Schulz. Jens Knossalla. Ja. Axel Schulz? Das sieht doch aus wie Axel Schulz. Die Augen so minimal. Also die Nase ist noch relativ ganz. Bist du Knossi-Fan? Guck ich ganz gerne, ja. Bist du stream-affin? Geht so, ja. Ja, der Finch, der streamt ja auch. Wie guckst du beim Finch auch mal rein? Ja, wir gucken 20 Leute zu, Digga. The Rock Johnson. John The Rock Johnson. Don Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Kann schon mal einer die Polizei rufen, glaube ich, für eine kleine Vergewaltigung statt. Robin, du bist 27 Lenzenjung. Ja. Erzähl mal ganz kurz, was machst du, wenn du nicht gerade Promi errätst? Ich bin in einem Jugendzentrum als Pädagoge angestellt. Christian Bauer. Ja. Der ist großer Fan. Wisst ihr noch, den haben wir mal in dem Dings gesehen. Bei unserem anderen Video hatten wir den mal drin. Der singt immer Lieder und so. Der hat mir nämlich bei mir einen Corona-Test gemacht, als ich für The Zone mal so ein Format moderiert habe. Niemals. Als Tester doch. Hast du selbst auch einen Account, wo du aktiv bist? Kann man was verlinken? Onlyfans überlege ich zu machen. Nein, aber was ist denn machen? Na Geld, Digga. Aber dann mit einer Latte auf dem Rücken liegen oder was willst du machen? Ja, so also Max Kruse-Style ein bisschen. Und vielleicht einfach so, einfach nur Arschloch zeigen. Ja. Wie würdest du das machen? Sag mal, Luki ist der Fotograf. Ich würde halt so Bein hier so ran und dann würde ich meinen Arschloch halt zeigen. Also halt aber dennoch über die Schulter so gucken. Aber würdest du dich vorher rasieren und würdest das alles so lassen, wie es jetzt ist? Pamela Reif. Ist typisches Influencer-Girl, macht eine super Karriere, ist sportlich aktiv. Ja. Finch, bei dir ist ja was erschienen, macht sie den zweiten. Ja, weil ihr so lange im Schneiden seid, braucht, deswegen erscheint es wahrscheinlich. Genau, das erscheint schon mein nächstes wahrscheinlich. Nee, ja, ist erschienen. Das Album ist jetzt gerade erschienen. Ha. Danke. Und wie ist das Feedback deiner Zuhörer? Ja, Feedback ist gut, sonst wäre ich nicht hier. Nee, obwohl, ich bin hier. Obwohl, deswegen. Ich bin hier deswegen. Schadensbegrenzung. Also ja, ist gut, ist, kommt gut an, sind sauber. Lustige Features drauf, viele Features drauf. Wo ist denn unsere Box? Ja, gib mal her. Das sieht gut aus. Du weißt schon, das ist alles so handgemacht, ja? Handbemalt, handgeschnitzt, keine Standardsachen. So, da drin hast du mich hier so als, als Pennywise. Mhm. Dann hast du da so einen Trabant, dann hast du einen Broiler in dem Karussell drin, dann hast du die fetten Marzahner da am Stehen, hast eine Bierbude, hast alle den kotzenden Atzen vorne, dann hast du den scheißenden Hund. Und du kannst unten noch anmachen. Hast du Batterien drin? Ja, cool. Ja. Da kannst du auch nicht anmachen. Na klar, das ist DJ Düse. DJ Düse ist ein DJ aus dem Bierkönig. Robin, bist du öfters im Bierkönig oder lieber Megapark oder gar keine Kneipe auf Mallorca? Ich war schon öfter auf Mallorca, aber noch nicht im Bierkönig. Nee, was machst du denn sonst auf Mallorca, wenn du nicht in Kneipen stehst? Ja. War meistens mit meiner Freundin und Ach, romantisch! Ja, und dann am Strand macht's, ja. Ja klar, am Strand man geht doch nicht mit Holz in den Wald. Eben. Ja, Mallorca.
Aber das heißt, die Ballermann-Musik ist jetzt nicht so dein Ding. Das feierst du jetzt nicht drauf? Doch, wenn ich genug getrunken habe, auf jeden Fall. Auch Dicht und Doof, die Promille-Pop? Nur. Künstler, ja. Ja. Dicht und Doof, Feature-Film. Kennt man, Dicht und Doof sind. Du machst doch so viele Features. Was ist mit Dicht und Doof? Die Fans fordern. Ja. Also wir werden jetzt unten in die Kommentare einen Kommentar schreiben. Den pinnen wir an. Ja, da müsst ihr 10.000 Mal drauf liken. Und dann geht's Dicht und Doof, Featuring Film. Zinedine Zidane. Zizou. Robin, du hast ein Geschenk mitgebracht. Was ganz Persönliches für dich. Ach, das ist Hammer. In Düsseldorf erzählt man sich ja von der Legende, der Torwartlegende. Ja. Volta. Ja. Und da gab es um 2000 rum einen ganz großen Torwart. Aha. Von dem hat das Autogramm nicht, sondern von seinem Stellvertreter, Stefan Wessels. Das ist Oberhammer. Was für dich? Ich habe Oliver Kahn irgendwo noch zu Hause und das schicke ich dir zu, wenn ich es finde. Köln-Legende. Das ist eine absolute Legende, ja. Du hast da noch mehr, was ist das genau, denn ich habe noch für Finch, ich habe nach einem Ossi-Spieler geguckt. Ja. Ist jetzt aber Giovanna Elber geworden. Ja, ist aber cool. Ich habe auch Giovanna Elber Trikots, geil. Ja. Danke dir, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und du bist ja viel unterwegs, viel auf Reisen. Ich habe gesehen, du bist ein Serienfan. Und was gibt's Besseres als deinen transportablen DVD-Player? Also, und der Junge tut mehr für mich als die Jungs hier seit Jahren, Alter. Ich habe hier noch nie Geschenke bekommen. Ich habe auch drei Batterien dabei, aber. Oh! Bester Mann, danke dir. Sehr gerne. Ist ja besser als die Albumbox. Bodo Benger hat Bodo Benger und die Fotzenknechte. Ist ja ein Film und davon halt die DVD. Wer liegt mir hier ruf an? Ja. Dankeschön. Klassiker. Wir sind gerade bei Porno. Ich weiß, wie heißt, aber ich weiß nicht den Namen. Oh ja, wie heißt der nochmal? Oh, fuck. Lexington Steel? Nee, auf gar keinen Fall. Lexington Steel ist schwarz. John Long. passt, aber passt. Sexy Saxo Boy. Nee. Don John? Hat gestern erst einen Film gesehen, wa? gestern erst gesehen? Hä, aber wieso spielt der Saxophon? Der ist Musiklehrer. Wirklich? Na, da würde ich gerne mal bei ihm was üben. Ja. Robin, du drehst auch lustige Videos oder hast lustige Videos gedreht? Minisketches waren das. Aha, und wie lange ist das her? War ein gutes Jahr, Anfang Corona. Ja. Und wie erfolgreich lief das? Wir hatten fast 1000 Follower. Auf welcher Plattform? Auf Instagram. Auf Instagram? Können wir was verlinken oder ist der Kanal tot? Nee, kann man verlinken. Hey, das ist nicht witzig, Mann. Brian Griffin. Ach, nein. Wie heißt der denn nochmal? Brian ist doch der Hund. Keine Ahnung. Ja, kann ich trotzdem sagen, noch für mich, Chris Griffin. Ja. 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 Findest du, hängst du auch mal am Handy, ne? Ja. Nee, aber ist cool. Family Guy ist richtig geil. Also ich finde Family Guy, South Park ist noch geiler, weil die halt geisteskranken Humor haben, aber Family Guy ist wirklich cool. Simpsons ist der absolute Schrott. Jeder, der Simpsons guckt, ist ein Verlierer. Ja, die früheren Folgen. War cool, damals cool. Aber ja, Simpsons damals war cool, aber da war der Humor auch noch ein anderer. Ja, ja. Mittlerweile tritt da Katy Perry auf und Pharrell ist so scheiße, oder? Ja. Finch, wie geht's aktuell beim Thema Liebe? Was geht da bei dir ab? Hast du noch so einen großen Frauenverschleiß oder hast du dein Herz mittlerweile verschenkt? Für eine halbe Stunde verschenke ich mein Herz gerne. Nee, ist alles cool, ey. Fühlt sich alles gut an, so. Ich bin glücklich. Ich war da im Urlaub in Kolumbien erst. Und genau, wie war es eigentlich? Waren da Latinas? Naja, Latinas und Latinos, wa? Wusste man nicht so ganz. Aber nee, war cool auf jeden Fall. Aber hast du auch da geflirtet? Auf Deutsch oder was hast du gemacht? Nee, ich rede ja Spanisch. Fließend Spanisch. Okay, ich bin jetzt die Spanierin. Ja. Hola, Sex? How much? Ja, lass es mal bleiben, lieber. Johnny Dawson. Keine Ahnung! Johnny Cash. Johnny Dawson? Bist du oft in Düsseldorf unterwegs? Machst du Party in der Altstadt? Wenn es möglich ist, ja. Trinkst du gerne Altbier? Machst du das immer? Du redest erstmal mit einer Person, dann mit der anderen, dann sagst du, es geht weiter. Kannst du dir mal ein anderes ausdenken? Ich kann auch, nächstes Mal fange ich mit dir an und dann frage ich Robin und dann fliege ich in die nächste Runde. Geil, verwirrt. Altbier? Nö. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar kein Biertrinker so mittlerweile mehr. Ich mag Bier einfach nicht. Das dauert mir zu lange. So Schnaps ist cooler. Okay, damit hast du einen Matchball. Du hast vier Punkte. Gott. Okay, weiter. Dagi B. Robin, du hast einen Hund. Ja. Hast du schon mal einen Hund gehabt, Finch? Du hast es nicht geschafft. Du solltest erst mich ansprechen, denn ich hatte noch keinen Hund. Sieh bei dir so einen Dobermann. Kennst du Pucci noch?
Nee. Pucci. Jeder kennt Pucci. Du hattest keine Kindheit, Alter. Da durftest du mit Socken spielen, Knäuel oder so. Alten Bällen oder so. An deinem Bruder durftest du rumspielen wahrscheinlich. Ja. Mr. T. Der hat T weggesagt, Alter. Doppelmatchball, finden wir beide. Kämpfen um den Sieg. Hände hier anlegen. Mann, ey, wenn ich du. Mich. Macaulay Culkin. Dann hab ich gewonnen! Ah! 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 Ich schwör sowas nicht mehr. Sledgehammer! Du, du, boom! Ist kein Problem. Ist gar kein Problem für mich, wirklich. Guck mal, man muss nicht immer nur gewinnen. Man muss nicht immer nur gewinnen. Ich bin jetzt nicht mehr so geil auf Gewinnen. Robin, Riesenapplaus für dich. Du warst am Start. Toller Wildcarder. Besucht Robins Comedy-Kanal gern in der Infobox. Vorher macht ihr bei uns unseren Kommentar in den Kommentaren mal die 10.000 voll. Riesenapplaus für Finch! Oben gibt's von Dieb und Deutlich: Wer muss das Kind aufklären? Couple on Tour stellen sich unangenehme Fragen. Und unten gibt's die letzte Folge: Erkennst du den? Okay. Macht's gut, tschüss!